Hallo meine Lieben, willkommen auf dem Kanal bei Freyas Orakel und Wegweiser. Wir machen jetzt die Channel-Botschaft und Nachricht von deinem Herzensmenschen. Und du schaust bitte wirklich, inwieweit gehst du damit in Resonanz. Es kann nicht immer alles so hundertprozentig zutreffen, ne? Aber du wirst natürlich merken, ist es jetzt meine Nachricht oder ist es nicht meine Nachricht. Wenn es deine Channel-Botschaft vom Herzensmensch ist, dann freue ich mich natürlich auch, aber wenn du jetzt sagst, nee, ich gehe gar nicht damit in Resonanz, ne, da musst du auch nicht unbedingt weiterschauen. Und du kannst natürlich auch so eine Nachricht von deinem Herzensmenschen hier bei mir buchen. Alle Infodaten findest du dazu unten auf der Webseite, in der Infobox, wenn du auf die Überschrift blickst. Ne, da gehst du einmal unter private Legungen und dann kommst du auf meine Webseite. Ja, wie gesagt, wir channeln jetzt eine Botschaft. Ich nehme die Karten hier zum als Hilfsmittel mit dazu. Und da gucken wir mal, was möchte dir dein Herzensmensch, dein Herzensmann oder deine Herzensdame, wenn du jetzt einen Mann zuschaust, ne, kann das ja auch die Herzensdame sein. Was möchte dir dein Herzensmensch jetzt hier durch mich mitteilen? Ich werde hier aus der Ich-Form sprechen, also wie wenn dir das dein Herzensmensch hier sagen würde. Genau, so, da fangen wir mal an. Die Karten fallen alle rein intuitiv. Ne? Das passiert alles rein intuitiv, was ich jetzt hier mache. Und wie gesagt, ich verbinde mich jetzt mit einem Herzensmenschen hier vom Kollektiv. Und ab da an, wo eine Karte fällt, da geht's los. Okay. Denk jetzt mal schön an deinen Herzensmenschen. Sag mal so den Namen. Stell dir diesen Menschen mal bildlich vor deinem Auge. Ja, und jetzt frag diesen Menschen mal, was möchtest du mir gerne sagen? Also, was möchte dir dein Herzensmensch jetzt gern sagen? Ich möchte dir gerade sagen, dass ich sehr damit beschäftigt bin, hier diszipliniert an der Sache mit dir dran zu bleiben. Und ja, ich möchte Wachstum haben mit dir und mir ist klar geworden, dass du zurzeit, ja, dass du einfach alles für mich bist. Und deswegen bleibe ich auch da dran und werde natürlich auch hier weitermachen. Ich möchte, dass hier alles im Gleichgewicht bei uns ist, dass es ein Geben und Nehmen gibt. Und ja, ich weiß, ich habe immer wieder genommen von dir, aber ich bin jetzt auch bereit, hier etwas mit reinzugeben in unsere Verbindung. Und mir ist es wichtig, dass ein Gleichgewicht da ist, dass die Energien zwischen uns ausgeglichen sind in unserer Verbindung. Aber ich brauche auch manchmal noch Erholung. Ich brauche auch manchmal einfach die Zeit für mich selber und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber ansonsten möchte ich das auf jeden Fall mit dir. Du weißt, ich habe hier schon einiges unternommen in deine Richtung, um dir klarzumachen, dass du mir schon wichtig bist. Und ja, ich bin auch in einer sehr leidenschaftlichen Stimmung zurzeit in deine Richtung unterwegs. Und ich denke, wenn wir beide auch an der Verbindung arbeiten, dann hat das hier auch Zukunft mit uns. Dann hat das ganz einfach Zukunft, diese Verbindung. Und du weißt, wir können die Dinge umsetzen, wie wir wirklich wollen. Zurzeit schaue ich einfach auf ein bisschen Leichtigkeit, auf einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit, bin auch ein bisschen naiver, aber ich möchte einfach nicht mehr diese Schwere in meinem Leben haben. Ich möchte einfach, dass es leichter geht, dass es besser geht und ich nehme natürlich auch diese neuen Dinge wahr und ich möchte ja auch einen Neuanfang haben. Aber du weißt, ich klammere mich auch an jegliche Sicherheit, die ich haben kann, weil ich möchte mich nicht in irgendwas einlassen, was ich später bereuen könnte. Du sollst wissen, dass ich für dich brenne. Ich brenne für dich und ich mache mir hier viele Gedanken, wie wir das Ganze auch umsetzen können.
des Weiteren und damit das auch hier wirklich Bestand hat, damit das hier auch wieder in die Kraft kommt bei uns. Ich möchte dir auch sagen, dass ich zurzeit sehr, sehr gefühlvoll bin, in einer sehr emotionalen Energie und dass ich mich von diesen alten Dingen wegdrehe, die mir immer wieder geschadet haben, die mir nicht so gut getan haben. Ich möchte einfach, dass mein Leben hier in einer Balance ist, dass mein Leben im Gleichgewicht ist. Und da möchte ich zurzeit einfach hinkommen. Ich möchte das Alte einfach hinter mir lassen und hier in eine Fülle gehen. Nicht nur in mein eigenes Leben, sondern auch mit dir, weil ich finde schon, dass du die Frau oder der Mann mein Leben bist, ja, wo es sich wirklich lohnt, vielleicht auch eine Familie zu haben. In vielen Momenten fühle ich mich noch wackelig in meinem Leben und ich jongliere hier immer hin und her, was ich machen soll. Und ja, manchmal rattert einfach auch mein Kopf und ich denke so, vielleicht ist es besser, wenn wir einfach nochmal über diese ganzen Themen reden, damit wir das besser verarbeiten können. Und ich möchte hier die Chance mit dir nutzen, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es umsetzen soll. Und deswegen jongliere ich hier noch damit herum und überlege hier noch, wie wir das machen können, weil ich möchte hier etwas Sicheres für die Zukunft haben für uns und ich plane da auch gerade. Ich möchte dir auch noch sagen, dass meine Sehnsucht nach dir unbeschreiblich groß ist und dass ich hier auch überlege, ob ich erstmal eine Reise für uns buche, dass wir erstmal irgendwo hinfahren, dass wir uns aussprechen können, dass wir ja, einfach eine schöne Zeit miteinander haben können. Oder ich überlege hier natürlich auch wegen eines Umzugs oder mit dir einfach die Reise fortzusetzen, einfach die Reise mit dir fortzusetzen. Und da treffe ich hier noch Entscheidungen. Ich würfel gerade und gucke mir das auch gerade ganz genau an, diese ganze Sache. Ja, weil ich brauche einfach Klarheit darüber und es ist unumgänglich, einfach nochmal hier miteinander zu reden. Ja, auch über die Wünsche zu reden, was wir gemeinsam auch vorhaben, wo wir gemeinsam im Leben hinwollen. Und ich richte mich ja gerade auch total neu aus und ja, auf eine Kommunikation mit dir. Ich möchte einfach nochmal hier mit dir ein paar Gespräche führen, bevor ich mich in irgendetwas einlasse, was ich vielleicht auch später bereuen könnte. Ja, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber du weißt, ich bin eine Sicherheitsperson und ich brauche das ganz einfach. Ja, ich weiß, dass es im Leben nicht immer nur Sonnenschein ist und dass es auch mal so läuft und mal so läuft. Aber was ich halt absolut nicht in meinem Leben brauche, das ist Unruhe, das ist Nervosität, dieses Flatterhafte. Und ich will halt diesen Neuanfang mit dir machen und der soll halt sicher sein und dieser Neuanfang, der soll auch harmonisch in unserem Leben sein. Und das ist, was ich mir wünsche, ja. Sonst würde ich mich davon abschneiden. Ich will halt wirklich einen neuen Abschnitt mit dir und einfach diese Harmonie mit dir ernten. Diese Verletzungen möchte ich ganz einfach nicht und auch nicht Verletzungen in einer Beziehung bei uns. Ich möchte diese Verbindung einfach mit dir haben. Das ist mein Ziel und die soll halt wirklich sicher sein, weil ich habe hier Gefühle für dich, tiefe Gefühle und daran halte ich nun mal fest. Und das sind auch treue Gefühle in deine Richtung und schöne Gefühle und ich möchte, dass das halt alles mit uns stabil ist. Dann möchte ich dir noch ein paar Worte mitteilen, die für mich ganz wichtig sind. Dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wurde erhört. Auch wenn wir uns nicht sehen können, auch wenn es gerade so ist, dass wir uns nicht sehen, ich spüre dich trotzdem, unsere Seelen sind trotzdem vereint und du weißt, die Liebe überwindet Raum und Zeit und wir können uns nicht einfach vermissen. Und ja, die Überfülle. Ich stehe bald vor deiner Tür. Also die Frage, lässt du mich herein?
Und dann möchte ich dir noch sagen, gib mir bitte die Zeit, die ich noch brauche. Ich bin kein Mensch, wo man wirklich was erzwingen kann. Ja, ich bin kein Mensch, den man irgendwo darauf hintrimmen kann, wo man einfach sagt, du musst das jetzt. Ja, also ich bin ein freier Mensch und ich möchte auch frei entscheiden können. Und ich habe auch wirklich Angst, dass du mich enttäuschen könntest. Ja, und ich finde es auch nicht schön, wenn man mich einfach enttäuscht. Aber du sollst natürlich jetzt auch wissen, wenn ich dich sehe, dann schlägt mein Herz auch wie verrückt und ich würde dich auch gerne in meine Arme nehmen. Aber bitte, bitte, wenn du irgendetwas hast, dann rede mit mir, ja, weil ich möchte nicht enttäuscht werden und das wurde ich einfach zu oft in der Vergangenheit und ja, das hat mir immer fast das Herz aus der Brust gerissen und deswegen möchte ich hier wirklich auch frei agieren können, mit dir agieren können, mich nochmal mit dir unterhalten können, über diese ganzen Themen reden können, damit hier überhaupt diese Ernte kommt, ja, dieses Wachstum, weil ich glaube hier an die Dinge und ich glaube auch daran, dass das Ganze mit uns Erfolg hat. Ja, mein Schatz. Und ich möchte ganz einfach, dass wir eine sichere Zukunft haben. So, mein Lieben, das war ja heute eine krasse Botschaft, fand ich, oder? Also ich habe so das Gefühl, dieser Mensch, der ist sehr, sehr auf Sicherheit bedacht und der will absolut keine Fehler machen, ne? Der will, dass keine Fehler in eurer Verbindung sind. Also das ist wahrscheinlich wirklich so ein Mensch, der alles perfekt haben muss, ne? Ja, na gut, dann ist das halt so. Ich hoffe, die Botschaft hat euch hier gedient, die Channel-Botschaft. Und ich wünsche euch jetzt hier alles, alles Liebe. Ciao.